Der Titel des Textes ist: Für mich ist Kino nicht ein Stück Leben, sondern ein Stück Kuchen. Ist ein Zitat von wem? Direkt kleine Quizrunde. Heißt das jemand? Alfred Hitchcock. Ja? Hat er nicht auf Deutsch gesagt? Klar, ich habe das übersetzt. Ganz frei. Ich beginne nun. Ich bin auf einer Party. Also ich eigentlich, ne, ich stehe in der Küche am Buffet, wie man das halt so macht, und unterhalte mich mit ein paar Leuten über Filme. Sven stößt dazu. Filme? Hä? Kennt ihr Big Mamas Haus? Mit Martin Lawrence? Das ist so ziemlich der witzigste Film aller Zeiten. Es wird sehr ruhig. Ich verlasse die Küche, nehme mir einen Stuhl aus dem Wohnzimmer, betrete wieder die Küche, wo Sven erklärt, warum es witzig ist, dass ein FBI-Agent sich als überproportionale schwarze Lady verkleidet. Ah! Endlich jemand, der diskutieren will! Sagt er, als er mich sieht. Ich lächle, nicke freundlich. Ziehe ihm den Stuhl über den Schädel und schlage auf ihn ein! Ich hasse dein Leben! Wegen Leuten wie dir gibt es Filme wie Transformers! Der Mob tobt. Auf der Polizeiwache erklärt man mir, dass man Leute nicht mit Stühlen niederstrecken darf, nur weil sie einen schlechten Filmgeschmack haben. Doch, sage ich, man sollte es dürfen. Wissen Sie, was das Problem ist, Herr Wachtmeister? Es gibt viel zu viele Deppen. Wenn es Filme wie Batman vs. Superman oder Angry Birds der Film ins Kino schaffen, da ist doch schon einiges über den Zustand unserer Gesellschaft gesagt. Verstehen Sie mich bitte, bitte nicht falsch. Ich meine, schlechte Filme sind ja nicht das grundlegende Problem. Ich finde nur, wenn man sich schon schlechte Filme anschaut, dann doch gefälligst nicht im Kino, aber dafür dann wieder mit genug Alkohol, um das Leid auch ertragen zu können. Mittlerweile kommt doch jeder Watz ins Kino. Es würde mich nicht wundern, wenn demnächst Tetris der Film rauskommt. Regie führt dann Zack Snyder, der ein Sci-Fi-Action-Spektakel draus macht mit Ben Affleck in der Hauptrolle. Die Kritiken würden den Film zerreißen, aber er spielt trotzdem 500 Millionen Dollar ein. Und dann zahlt man halt 18 Euro Eintritt für einen durchschnittlichen Film, aber es hat sich ja gelohnt, denn immerhin war er doch in 3D. Die Leute wissen noch gar nicht mehr, was sie in Kubrick, Coppola und Fincher haben, wenn sie Uwe Boll nicht kennen. Wer ist jetzt Uwe Boll? Fragt mich der Wachtmeister. Googeln Sie mal schlechtester Regisseur aller Zeiten. Er kommt direkt von... Da kommt direkt erstes Ergebnis, ist ein Wikipedia-Artikel. Wissen Sie, wann mir bewusst wurde, dass Oldboy zu den besten Filmen überhaupt zählt? Als ich Daniel der Zauberer gesehen habe. Ein halb autobiografischer Fantasy-Film über und mit Daniel Fübelböck. Ein Meisterwerk der Scheiße! Es ist so großartig! Ich habe den heute mit ein paar Slammer-Kollegen geguckt und nach 20 Minuten traten Schmerzen ein. Ich habe dann noch mit meiner WG geguckt, so nach der Hälfte hat meine Mitbewohner dann ins Kissen geschlagen, geweint und gesagt, es soll aufhören. Also ich meine, wenn Sie den gesehen haben, dann wissen Sie halt auch, wie viel man beim Filmemachen wirklich falsch machen kann. Ich habe den jetzt mittlerweile 10 Mal gesehen und ich kann Ihnen versichern, es ist das Schlimmste, was jemals im Kino lief. Der lief im Kino? Ja, so halb. Also am meisten wurde nach nicht mal einer Woche wieder abgesetzt. In verschiedenen Internetplattformen ist auf Platz 1 der schlechtesten Film aller Zeiten. Bei Movieplot hat er sogar als einziger Film unter 1 von 10 Punkten und da sogar nur 0,3. Also, aber solche Filme sind halt trotzdem wichtig. Ich meine, wer einmal Food Fight gesehen hat, wird nie wieder Michael Bay Filme gut finden können. So, warten Sie, ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Ich habe nur die Sharknado gesehen. Sharks und Nado, es ist so witzig. Kennen Sie den? Der ist so witzig. Nein, ist er nicht! Ist er verfickt nochmal nicht! Wissen Sie, was der Unterschied zwischen The Womb, Wicker Man und Sharknado ist? Sharknado ist gewollt scheiße. Es ist alles darauf ausgelegt, dass der Zuschauer denkt, scheiße. Die anderen beiden dachten allerdings, sie könnten sehr gut werden und sind ins genaue Gegenteil geschossen. Darum geht's doch. Zugegeben, ich meine, Megashark ist ein Oktopus und der ganze Mist ist für den Anfang ganz nett, aber das ist doch nur die Spitze des Scheißbergs. Kennen Sie Godfrey Ho?
Dieser Mann dreht kurze Ninja-Filme über 1,90 große Mitteleuropäer in Camouflage-Anzügen, die sich per Klatschen wegfliegen können. Schneidet sie in andere seiner Ninja-Filme rein, bringt das als Film raus und dann hat man zwei Plots und kann keinen nachvollziehen. Das ist Trash. Ja, das klingt gut. Nein, das ist furchtbar, aber genau darum geht's doch. Ich meine, wie kann jemand ernsthaft sagen, dass etwas gut ist, wenn er überhaupt nicht weiß, was wirklich schlecht ist? Man weiß Star Wars Episode 4, 5 und 6 ja auch erst zu schätzen, wenn man gesehen hat, wie scheiße Episode 1, 2 und 3 sind. Ja, du hast schon recht. Ich meine, also vielleicht ist Avatar dann auch so ein Beispiel, oder? Der hat ja auch nur funktioniert, weil er 3D erfunden hat. Nicht 3D erfunden, aber prinzipiell, ja, Sie haben schon recht. Kleines Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie kennen sich überhaupt nicht mit Filmen aus und haben generell kaum Filme gesehen und dann machen wir einen Filmabend und gucken Memento, Whiplash und Mulholland Drive und dann sagen Sie vermutlich, ja, Mulholland Drive, der war schon ein bisschen wild und eher so mittel. Aber wenn wir zuerst Planet from Outer Space gucken und dann Funky Monkey, den ich übrigens sehr empfehlen kann, Funky Monkey, ist es, es geht um einen Affen, der Verbrechen aufklärt. Und wenn man dann direkt danach Mulholland Drive guckt, werden sie ihn feiern, bis das Partyhütchen brennt. Ach ja, sie haben ja recht. Sie müssen mir mal eine Liste machen mit den ganzen Filmen, die sie gerade genannt haben. Das wären ein paar schöne Jahre hier. Wie? Ja, sie, wollen sie mich nicht gehen lassen? Nee. Sie haben einen wehrlosen, unbewaffneten Mann in vollem Bewusstsein mit einem Stuhl niedergeschlagen, haben mehrfach mit diesem Stuhl auf ihn eingeschlagen, haben ihm eine Tüte über den Kopf gestülpt, Shia LaBeouf genannt und ihm Ohrfeigen gegeben. Sie haben eine Adam Sandler DVD-Box auf seinen Rücken verbrannt und ihm mit einem stumpfen Messer Til Schweiger in die Probe angeritzt. Nein, ich werde sie nicht gehen lassen. Aber das war Notwehr! Ich diskutiere da noch ein bisschen mit dem Wachmeister vor Gericht, plädiere ich selbstverständlich auf Notwehr. Und jetzt, ja, jetzt sitze ich in Untersuchungshaft. Untersuchungshaft, weil ich mit dem Richter und dem Staatsanwalt mit Filmabende machen muss, um zu gucken, ob ich recht habe. Ja. Und wie das ja so ist, mittlerweile, man erzählt ja ganz viele Geschichten und am Ende der Geschichte fasst man das alles nochmal in einem Satz zusammen, damit die, die nicht aufgepasst haben, am Ende nochmal wissen, worum es ging. Und deswegen hier jetzt noch die Lehren, die man aus dieser ziemlich unwahrscheinlichen Geschichte ziehen kann. Guckt bitte sehr gute Filme, guckt vor allem auch sehr, sehr schlechte Filme. Sie können sehr, sehr viel Spaß machen. Und die große Moral der Geschichte ist, fick dich, Michael Bay. Dankeschön, schönen Abend noch.